Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute lade ich dich ein, mit mir von einer Asana zur nächsten zu fließen und an und ab auch mal in einer Haltung zu verweilen. Der Flow ist so aufgebaut, dass du sowohl deine Kraft, deine Mobilisation als auch Beweglichkeit förderst. Und wenn meine Videos dir gefallen, dann freue ich mich über ein Abo von dir. Drück dafür gerne auf die Glocke, um auch tatsächlich über jedes neue Video von mir informiert zu werden. Und falls meine Videos für dich einen Mehrwert bedeuten, dann hast du die Möglichkeit, meine Arbeit als Kanalmitglied zu unterstützen. Als Kanalmitglied erhältst du zusätzliche weitere spannende Videoimpulse und bist Teil einer kleinen, aber feinen und hoffentlich wachsenden Community. Mit dieser Form der Unterstützung machst du mir eine riesengroße Freude und hilfst mir tatsächlich sehr, auch in Zukunft noch viele weitere Videos zu erstellen. So, dann legen wir los. Alles, was du heute brauchst, ist wie immer bequeme Kleidung, Matte, Kissen oder Handtuch und je nach Raumtemperatur an dem Ort, wo du gerade bist, eventuell eine Decke für die Schlussentspannung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns im Stehen beginnen und wünsche dir ganz viel Spaß. Komm an den Anfang deiner Matte, stell die Füße hüftbreit auf, Zehen und Knie sind nach vorne ausgerichtet. Und dann zieh mit deiner nächsten Einatmung einmal deine Schultern zu den Ohren, halt sie hier ganz kurz und außerdem lass sie ganz entspannt und gelöst nach hinten unten sinken. Und wenn du magst, schließ hier kurz deine Augen. Und komm auf deine Art und Weise bei dir in deinem Körper, auf deiner Matte, in dem Raum, wo du gerade bist, an. Nimm wahr, wie du dich heute fühlst. Wo sind deine Gedanken? Wo spürst du deinen Atem? Und dann nutze deine nächste Einatmung, um kraftvoll, aber weich in deinen Brustkorb einzuatmen, dir Raum und Weite zu schenken. Und ausatmend, lass die Welt da draußen hinter dir. Und Kontakt über deine Fußsohlen zur Erde auf. Und gleichzeitig strebe mit deiner Scheitelkrone gen Himmel. Und während du Kontakt über deine Fußsohlen zur Erde aufnimmst, mit deiner Scheitelkrone gen Himmel strebst, deine Wirbelsäule richtig gut aufrichtest, erhebe auch deinen Geist, begegne dir und deinem Tun wohlwollend und wertschätzend. Falls deine Augen geschlossen sind, öffne sie nun wieder. Und führe mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, zentriert durch die Mitte vor deinem Herzen zusammen. Einatmen, heb dein Brustbein. Ausatmen, verschränk deine Hände. Streich mit deinen Handinnenfläche über deinen Bauch, Oberschenkel in Richtung Knie. Erlaub dem Rücken rund zu werden. Einatmen, führe die Arme im großen Kreis nach oben. Handinnenflächen zeigen zur Decke. Ausatmen, löse die Hände hinter deinem Kopf und schieb eine imaginäre Schiebetür rechts und links zu den Seiten. Einatmen, führe die Arme erneut auf Brusthöhe zueinander. Ausatmen, verschränk deine Hände, streich wieder mit der Handinnenfläche über Bauch, Oberschenkel, Nabel zur Wirbelsäule. Einatmen, führe die Arme im großen Kreis nach oben. Handinnenflächen zeigen wieder zur Decke. Ausatmen, löse die Hände hinter deinem Kopf und schieb erneut die Handballen rechts und links zu den Seiten. Einatmen, führe die Hände auf Brusthöhe zusammen. Ausatmen, werde erneut rund. Einatmen, führe die Arme im großen Kreis nach oben. Achtung, ausatmen, dreh dich nach rechts und schieb die Handballen auf Schulterhöhe auseinander. Flex die Hände. Schau zu deiner rechten Hand. Dann zu deiner linken,
Einatmen, führ die rechte Hand zu deiner linken. Ausatmen, erlaubt den Rücken wieder rund zu werden. Einatmen, führ die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, dreh dich nach links. Schieb die Handballen wieder auf Schulterhöhe auseinander. Schau zur linken Hand, dann zur rechten. Einatmen, führ die linke Hand zu deiner rechten. Ausatmen, werde wieder rund. Noch einmal so, atme ein. Ausatmen, löse die Hände und dreh dich nach rechts. Schau zur rechten Hand, dann zur linken. Für Einatmen die rechte Hand zu deiner linken. Ausatmen, werde wieder rund. Hör dich atmen. Einatmen, führ die Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich nach links. Schau zu deiner linken Hand, dann zu deiner rechten. Für Einatmen die linke Hand zu deiner rechten. Ausatmen, werde nochmal rund. Einatmen, führ die Arme nach oben. Ausatmen, löst die Arme zu den Seiten. Bring jetzt deinen rechten Fuß in eine minimale Außenrotation und kreuz den linken Fuß hinter deinem rechten. Becken bleibt zentriert, das rechte Knie leicht gebeugt. Einatmen, führ die Arme erneut nach oben. Wieder zeigen Handinnenflächen zur Decke. Ausatmen, neig dich rüber zur rechten Seite. Geh so weit in die Seitneigung, bis du eine Dehnung in der linken Flanke spürst. Zieh die Schultern weg von deinen Ohren. Und dann schick den Atem in die Zwischenrippenmuskulatur auf der linken Seite. Schieb mit der Handinnenfläche imaginären Widerstand dahin, wo sich die Wand und die Decke treffen. Dann richte dich wieder auf. Atme ein. Ausatmen, löse die Arme zu den Seiten. Und stell den linken Fuß neben deinen rechten. Dann bring den linken Fuß in eine minimale Außenrotation und kreuz deinen rechten Fuß hinter deinem linken. Becken ist wieder zentriert. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Dreh die Handinnenfläche zum Himmel, Schultern weg von deinen Ohren. Ausatmen, neig dich rüber zur linken Seite. Wieder bleib für ein paar Atemzüge. Geh wieder so weit in die Dehnung, dass du wirklich spürst, wie du die rechte Flanke jetzt dehnst. Und jetzt atme in die Zwischenrippenmuskulatur auf der rechten Seite. Dann atme ein, richte dich wieder auf. Ausatme, löst die Arme zu den Seiten. Stell den rechten Fuß neben deinen linken. Und wenn du magst, schließ hier kurz deine Augen. Spür, wie die Energie jetzt von deinen Schultern bis in deine Fingerspitzen fließt. Dann öffne deine Augen wieder. Einatmen, führ die Arme wieder über die Seiten nach oben. Ausatmen, zentriert durch die Mitte vor deinem Herzen zusammen. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, beug die Knie, komm mit langem Rücken, Arme über die Seiten in die stehende Vorwärtsbeuge. Knie kannst du gerne leicht gebeugt lassen, Kopf einfach hängen lassen. Scheitelpunkt strebt Richtung Boden. Wenn du magst, fass jetzt mit den Händen die gegenüberliegenden Ellenbogen und dann stell dir vor, an den Ellenbogen hängen kleine Gewichte, die dich ganz sanft Richtung Boden ziehen. Und dann verlage dein Gewicht weg von deinen Fersen Richtung Fußballen und Zehen. Und jetzt schaukelst du ein paar Mal von Seite zu Seite. Genieß die Dehnung in der Beinrückseite. Entspann den Nacken. Lass den Kopf los. Entspann dein Gesicht. Wunderbar. Dann wieder still werden. Löse die Hände zum Boden, komm in die ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, setz die Fingerkuppen auf und streck dich auf die Hälfte vor. Auch hier kannst du die Knie gerne beugen. Scheitelpunkt strebt jetzt nach vorne. Ausatmen, wieder ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, nochmal halbe. Ausatmen, setz den rechten Fuß zurück. Einatmen, der linke folgt in die Liegestützposition. Ausatmen, Knie, Brust in die Bauchlage. Roll die Schultern zurück. Lass die Zehen ausgleiten. Press dein Schambein und die Fußrücken in die Matte und komm so mit deiner nächsten Einatmung in Bhujangasana, die Cobra. Ausatmen, leg die Stirn mit Länge am Boden ab.
Stülp die Zehen hinten um, heb dein Becken. Einatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Aus, komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Gleich mal den Kopf ausschütteln, Nacken freigeben. Den Rücken richtig lang machen. Die Hände in den Boden schieben und so die ganze Rückseite vom Nacken über den Rücken bis runter zu den Waden dehnen. Sehr gut. Dann heb die Fersen, gib den Blick vor, atme ein und ausatmen, schwing oder hol dir den rechten Fuß mit Hilfe deiner rechten Hand nach vorne. Läng dich mit der Einatmung. Ausatmen, setz den linken Fuß neben deinen rechten. Komm wieder in die ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe, dein Rücken wird lang. Ausatmen, nochmal ganze Vorwärtsbeuge. Beug die Knie gut, presst die Füße in den Boden, komm einatmen mit langem Rücken, Arme über die Seiten zum Stehen. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, beug die Knie gut und komm in Utkatasana, den Stuhl. Verlage dein Gewicht jetzt eher Richtung Fersen. Einatmen, heb dein Brustbein. Ausatmen, setz dich einen Ticken tiefer. Einatmen, heb dein Brustbein, ausatmen, setz dich nochmal tiefer, dann atme ein, ausatmen, führ die Arme über die Seiten Richtung Boden, komm in die ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird wieder lang, ausatmen, setz den linken Fuß zurück, einatmen, der rechte folgt in die Liegestützposition. Ausatmen, senk die Knie, zieh die Schultern zurück und komm mit engen Ellenbogen langsam und kontrolliert in die Bauchlage. Roll die Schultern zurück, lass die Zehen ausgleiten. Press dein Schambein und die Fußrücken wieder in die Matte und komm so mit deiner nächsten Einatmung in Bhujangasana, die Cobra. Ausatmen, leg die Stirn mit langem Boden ab. Stütz die Zehen hinten um, heb dein Becken. Einatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen, komm ins lange Kind, aus erneut in den herabschauenden Hund. Wieder bleib für einen Minimoment, atme, wenn du magst, mal tief durch die Nase ein und lösen durch den halb geöffneten Mund aus. Genieß hier nochmal die Länge der kompletten Rückseite deines Körpers. Dann heb die Fersen erneut, gib den Blick vor, atme ein, ausatmen, schwing oder hol dir den linken Fuß nach vorne. Läng dich mit der Einatmung. Ausatmen, setz den rechten Fuß neben deinen linken. Ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nochmal ganze Verneigung. Beug die Knie, press erneut die Füße in den Boden, komm mit langem Rücken zum Stehen. Atme ein. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Atme ein, führ die Arme über die Seiten nach oben. Erneut beug die Knie gut, komm in Utkatasana, den Stuhl. Dieses Mal führ die Hände oberhalb deines Scheitelpunktes zusammen mit der Einatmung. Ausatmen, bring die Hände an die Außenseite deines rechten Knies. Und jetzt schau, dass deine Knie parallel bleiben. Einatmen, heb den rechten Arm, zug durch die Finger in Richtung Himmel. Komm in eine Variante des gedrehten Stuhls. Bleib ein paar Atemzüge. Lehn dich mit deiner rechten Schulter zurück und dreh die rechte Brust zum Himmel. Zieh dein Kinn leicht zum Hals, schau zur Seite, sodass der Nacken lang bleibt. Tief ein, tief aus. Dann atme ein, ausatmen, bring die rechte Hand zu deiner linken. Einatmen, komm nochmal in Utkatasana, setz dich tief Richtung Fersen. Ausatmen, löst die Hände zum Boden. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, setz den rechten Fuß zurück. Achtung, von hier, komm einatmen in die Krieger 1 Variante. Ausatmen, setz dich tief in dein linkes Bein. Bleib kurz hier. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte vor. Heb dein Schambein, lass die rechte Ferse oben. Atme und spür. Dann einatmen, komm in eine Mini-Rückbeuge, heb dein Brustbein, ausatmen, löse die Hände zum Boden. Einatmen, komm in die Liegestützposition,
Ausatmen, Knie, Brust oder im langen Hebel tief in die Bauchlage. Einatmen, Bhujangasana, die Cobra. Ausatmen, leg die Stirn mit Länge am Boden ab. Stimmt die Zehen hinten um, heb dein Becken. Einatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen aus, erneut in den gleichen herabschauenden Hund. Wieder bleib für einen Moment. Beiß die Hände in den Boden, zieh die Schultern weich zu den Seiten weg von den Ohren. Und dieses Mal verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß und heb mit der kommenden Einatmung das rechte Bein gerade nach hinten oben. Bleib auch hier für einen Augenblick. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte vor. Flex den rechten Fuß und dreh den Oberschenkel von der Spannung her eher nach innen. Erde deine linke Ferse. Spür die Dehnung und die Kraft in deinem Körper. Dann heb die linke Ferse, beug dein rechtes Knie, gib den Blick vor, atme ein. Ausatmen. Schwing oder hol den rechten Fuß nach vorne. Einatmen erneut. Komm in die Krieger 1 Variante. Ausatmen, setz dich tiefer. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Einatmen, heb dein Brustbein. Ausatmen, löst die Hände zum Boden. Läng dich mit der Einatmung. Ausatmen, setz den linken Fuß neben deinen rechten. Ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze. Beug die Knie, presst die Füße in den Boden. Komm mit langem Rücken, einatmen zum Stehen. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, beug die Knie wieder gut, komm in Utkatasana, den Stuhl. Wieder für einatmen, die Hände oberhalb deines Scheitelpunktes zusammen. Ausatmen, bring die Hände an die Außenseite deines linken Knies. Wieder achte darauf, dass die Knie parallel sind. Einatmen, heb den linken Arm, Zug durch die Finger in Richtung Himmel. Bleib für ein paar Atemzüge. Wirbelsäule ist lang, nur gedreht. Kopf in der Verlängerung der Halswirbelsäule. Gewicht Richtung Fersen. Sehr gut. Einatmen hier. Ausatmen, führ die linke Hand zu deiner rechten. Setz dich nochmal tief in Utkatasana, den Stuhl. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe. Ausatmen, setz den linken Fuß zurück. Einatmen, komm in die Krieger 1 Variante. Ausatmen, setz dich tiefer. Wieder bleib. Atme ein, heb dein Brustbein. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Ausatmen, löse die Hände zum Boden. Einatmen. Liegestützposition. Kurz oder langer Hebel, du entscheidest. In die Bauchlage. Einatmen, in Bhujangasana, die Cobra. Ausatmen, leg die Stirn mit Länge am Boden ab. Stütz die Zehen hinten um. Einatmen, komm ins lange Kind. Ausatmen, wieder in den herabschauenden Hund. Bleib für ein paar Atemzüge. Wieder nimm die 4 Punkte wahr, die dich tragen, die dich mit der Erde verbinden. Dieses Mal verlage dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und heb mit der kommenden Einatmung das linke Bein gerade nach hinten oben. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Erde deine rechte Ferse und schieb einen imaginären Widerstand mit der linken Ferse gen Himmel. Entspann den Nacken. Löse jegliche Spannung aus dem Schulter-, Hals- und Nackenbereich. Dreh den Oberschenkel, den linken von der Spannung her eher leicht nach innen. Dann heb die rechte Ferse, beug dein linkes Knie, atme ein, ausatmen, schwingen oder hol dir den linken Fuß nach vorne. Einatmen, komm in die Krieger 1 Variante. Ausatmen, dann setz dich tief ins linke Knie, ins linke Bein. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte vor. Heb dein Brustbein mit der Einatmung. Ausatmen, löse die Hände zum Boden. Läng dich mit der Einatmung. Ausatmen, setz den rechten Fuß neben deinen linken. Komm nochmal in die ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, setz deinen linken Fuß zurück. Jetzt muss ich es dir leider kurz
meine Rückseite zeigen. Aber anders geht's irgendwie nicht. Bring jetzt den linken Fuß parallel zum hinteren Mattenrand, die rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Und jetzt komm ratschlagend hoch in den Krieger 2. Achte darauf, dass dein rechtes Knie senkrecht über deiner Ferse ausgerichtet ist und zieh die linke Hüfte so weit zurück, wie das rechte Knie in seiner Linie bleibt. Senk die Sitzbeinhöcker, führe die Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten, Zug mit den Fingerspitzen nach außen. Und dann schau über deine rechte Hand der Zukunft klar entgegen oder schließ deine Augen. Und nimm die Energie dieser kraftvollen Asana Krieger 2 wahr. Der Krieger 2 fördert dein Mut und dein Durchhaltevermögen und stärkt dein Selbstvertrauen. Falls deine Augen geschlossen sind, öffne sie nun wieder. Bring dein vorderes Bein in Richtung seiner Streckung. Einatmen, führe die Arme nach oben. Fass mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, zieh die Schultern weg von den Ohren. Atme ein und ausatmen, zieh dich im großen Bogen rüber nach links. Und ausatmen, beug dein vorderes Knie. Komm in eine Variante des umgekehrten Kriegers. Bleib für ein paar Atemzüge. Entspann die Schultern. Und spann den Nacken. Dann atme ein, streck dein vorderes Bein, richte dich auf. Ausatme, löse die Arme zu den Seiten. Bring jetzt den rechten Fuß parallel zur vorderen Mattenkante und mach den Abstand einen Ticken kleiner. Einatmen, führe die Arme nach oben. Ausatme, verschränk deine Hände hinter deinem Rücken. Beug die Knie leicht und jetzt zieh die Faust weg von deinem Körper, bis du eine Dehnung in der Schulter- und Brustmuskulatur spürst. Hebe dein Herz und senk dein Kinn. Dann atme ein, beug die Knie mehr und komm mit langem Rücken in eine Variante der Vorwärtsbeuge. Zieh die Arme über den Kopf in Richtung Boden. Verlage dein Gewicht weg von den Fersen Richtung Fußballen. Du kannst die Knie auch gerne leicht gebeugt lassen. Wenn du sie streckst, presst die Füße in den Boden. Dreh die Oberschenkel leicht nach innen und nach hinten, sodass überall Raum bleibt. Atme und spür. Lass jetzt alles los, was du nicht mehr unbedingt brauchst. Und gewinnst du neue Kraft, sowohl auf der körperlichen als auch auf der mentalen Ebene. Dann beug die Knie, löse die Hände hinter deinem Rückengesäß, streif mit den Händen an den Außenseiten deiner Beine vorbei, stapel die Hände nochmal unterhalb deiner Scheitelkrone, dann streck dich auf die Hälfte vor, dreh die rechte Fußspitze nach vorne, atme ein, ausatmen, stell den linken Fuß neben deinen rechten. Ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, setz den rechten Fuß zurück, parallel zum hinteren Mattenrand. Jetzt bin ich wieder bei dir. Komm ein, atmen ratschlagend hoch, ausatmen in den Krieger 2. Wieder achte darauf, dass dein Knie senkrecht über deiner Ferse ist. Zieh jetzt den rechten Hüftknochen so weit zurück, wie du das Knie vorne in seiner Linie halten kannst. Senk die Sitzbeinhöcker, führe die Arme zu den Seiten, zug durch die Finger nach außen. Jetzt schau über deine linke Hand der Zukunft klar und positiv entgegen. Oder schließ deine Augen. Gib Kraft in die Außenkanten deiner Füße. Genieß die kraftvolle Asana Krieger 2. Und vielleicht wunderst du dich, warum in einer so friedvollen Philosophie wie dem Yoga eine Asana Krieger genannt wird. Gemeint ist der spirituelle Kampf, der in uns allen lebt. Und der Krieger soll uns helfen,
diese Ungewissheiten oder Ignoranzen zu beseitigen, die häufig als das Übel oder die Ursache allen Leidens auf der Welt angesehen wird. Dann öffne deine Augen wieder, bring dein vorderes Bein in Richtung seiner Streckung, atme ein, führe die Arme nach oben, fass mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk, Schultern weg von den Ohren, einatmen, heb dein Brustbein, ausatmen, neig dich im großen Bogen rüber nach rechts und beug dein vorderes Knie. Komm in eine Variante des umgekehrten Kriegers. Bleib wieder für ein paar Atemzüge. Streck dein vorderes Bein, richte dich auf, atme ein, ausatmen, löse die Arme zu den Seiten, bring dein linkes Bein parallel zur Mattenkante, mach den Abstand wieder ein Ticken kleiner, einatmen, führe die Arme über die Seiten nach oben, ausatmen, verschränk die Hände hinter deinem Rücken, beug die Knie leicht und zieh die Faust wieder weg von deinem Körper. Genieß die Dehnung in deiner Schulter- und Brustmuskulatur. Dann atme ein, ausatmen, neig dich mit langem Rücken nach vorne, zieh die Arme über den Kopf, Scheitelpunkt strebt Richtung Boden, verlagere dein Gewicht weg von den Fersen Richtung Fußballen und Zehen, lass dich ganz entspannt hängen. Spür, wie der Atem sich in der ganzen Körperrückseite ausbreitet. Sehr gut. Dann beug die Knie leicht, löse die Hände hinter deinem Rücken, hinter deinem Gesäß, streif nochmal mit den Händen an den Außenseiten deiner Beine entlang, stapel hier nochmal deine Hände, genieß nochmal die Dehnung. Dann streck dich auf die Hälfte vor, bring den linken Fuß nach vorne, atme ein, ausatmen in die Liegestützposition. Bleib kurz hier. Die Schultern befinden sich senkrecht über deinen Handgelenken, zieh die Hände zu den Füßen und die Füße zu deinen Handgelenken. Spür die Kraft in deiner Körpermitte. Bau eine gute Grundkörperspannung auf. Dann senk die Knie, atme ein, ausatmen, komm langsam mit engen Ellenbogen in die Bauchlage. Roll die Schultern zurück, lass die Zehen ausgleiten. Und jetzt hast du die Wahl. Entweder kommst du in die Heuschrecke bzw. in eine Variante der Heuschrecke. Dafür leg die Arme neben deinem Körper auf. Handinnenflächen zeigen zum Boden. Lass die Handkanten und den kleinen Finger am Boden und dreh die Handinnenflächen nach außen. Daumen zeigt nach oben. Löse die Schultern, die Arme und die Beine und bleib hier für 3-4 Atemzüge. Oder du kommst in den Bogen, beug die Beine, fass mit den Händen die Außenkanten deiner Füße, erde zunächst dein Schambein und die Oberschenkel, dann komm mit der nächsten Einatmung, heb den Oberkörper leicht an, ausatmen, zieh die Schultern weg von den Ohren. Dann nutze deine nächste Einatmung, um die Beine aus der Kraft deiner Körperrückseite zu heben. Und dann bring die Beine, die Unterschenkel in Richtung ihrer Spannung. Bleib für ein paar Atemzüge. Und achte darauf, dass deine Knie und Füße hüftgelenksbreit auseinander bleiben. Atme ein, ausatmen, lösen. Stapel deine Hände, leg die Stirn auf den oberen Handrücken und jetzt locker dein Becken so ein paar Mal von Seite zu Seite. Entspann deinen Rücken, die ganze Körperrückseite. Bis sich dein Atem wieder zentriert hat. Bis Ein- und Ausatmung wieder gleich lang, gleich tief, gleich vollständig sind. Lass Ruhe in deinem Körper. Dann bring die Hände unter deine Schultern. Roll die Schultern zurück, stülp die Zehen hinten und heb dein Becken. Öffne deine Knie ein Ticken.
sodass du Platz für deinen Bauch und Oberkörper hast, komm in die Stellung des Kindes. Stapel hier nochmal deine Hände und leg die Stirn auf den oberen Handrücken. Falls die Stirn den Handrücken nicht erreicht, kannst du bei deinen Händen kleine Fäuste bilden und die Stirn oben drauf legen. Und es erlaubt dem Steißbein ganz schwer zu werden. Erlaubt dem ganzen Rücken weich und rund zu werden. Und atme in der Vorstellung bis in deinen unteren Rücken. Wahr. Lass los. Dann richte dich langsam auf und komm über eine Seite zum Sitzen. Platziere dich so, dass wenn du gleich zurückrollst, genügend Platz ist für deinen Kopf. Greif hinter deine Kniekehlen, atme ein und ausatmen, roll dich gerne mit geschlossenen Augen langsam Wirbel für Wirbel in die Rückenlage. In der Rückenlage angekommen. Stell die Füße mattenbreit auf, etwas weg von deinem Gesäß und streck die Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten aus, wie Flügel. Handinnenflächen zeigen zur Decke. Zieh dein Kinn leicht zum Hals, damit der Nacken lang ist. Dann atme ein und ausatmen, lass die Knie ganz langsam zur linken Seite sinken. Die Füße kippen dabei auf ihre Kanten, Kopf leicht nach rechts. Einatme, bewegt die Knie wieder zurück zur Mitte. Ausatme, langsam die Knie zur rechten Seite sinken lassen, Kopf leicht nach links. Füße kippen wieder auf die Kanten. Einatme, bewegst du die Knie wieder zurück zur Mitte. Ausatmen zu den Seiten. Weiter so. In deinem Atem- und Bewegungsrhythmus die Beine von Seite zu Seite wiegen, bewegen. Ganz langsam. Überrasch dich selber, wie langsam du atmen kannst. Diese Bewegung mobilisiert deine Hüftgelenke. Aktiviert den Gelenkstoffwechsel, was wiederum gut für deine Hüften ist und entspannt deinen unteren Rücken. Spür, wie du durch diese wiegende Bewegung immer ruhiger wirst, immer mehr loslassen kannst. Immer mehr bei dir, in deinem Körper ankommst. Und dann die Übung zu Ende bringen. Zieh die Knie nochmal zur Brust hin ran, umarm deine Beine. Schaukel nochmal so von Seite zu Seite und dann bereite dich für Shavasana, die Schlussentspannung, vor. Wenn du möchtest, zieh etwas über oder deck dich zu. Wenn du eine Decke hast oder ein Handtuch, kannst du das auch unter deinen Kopf legen. Und dann stell die Füße entweder wieder mattenbreit auf und lass die Knie nach innen fallen. Oder wenn es deinen Rücken erlaubt, streck die Beine großzügig am Boden aus, lass die Füße nach außen fallen. Arme sind etwas weg von deinem Körper, Handinnenflächen zeigen zur Decke. Zieh dein Kinn nochmal zum Hals, damit der Nacken lang ist. Schultern weg von deinen Ohren. Und atme hier nochmal, wenn du magst, tief ein. Und noch einmal lösend aus. Und dann lass den Atem so, wie er will, kommen und gehen. In seinem ganz eigenen Rhythmus. Vielleicht konntest du durch diese fließenden Bewegungen
und energetisierenden Übungen wieder mehr die Verbindung zu dir selbst herstellen. Und mit diesem sicheren Gefühl der Verbundenheit kannst du dich jetzt ganz ruhig, ganz gelöst, ganz weich in deine Unterlage sinken lassen. Dann lass den Atem wieder voller werden, atme tief ein, tief aus. Und beginn mit kleinen Bewegungen deiner Zehen, Finger, Füße, Hände. Die Arme zur Decke und dann hinter deinen Kopf, regel dich, streck dich. Die Fersen abwechslungsweise von dir wegschieben. Dann mal richtig so aufspannen und wieder lösen. Und dann, wenn du soweit bist, stell einen Fuß nach dem anderen auf. Roll auf eine Seite. Leg den Kopf auf ein Handtuchkissen oder einen bodennahen Arm. Dann lass dir hier nochmal einen Moment Zeit, sodass sich das, was du dir jetzt auf deiner Matte erarbeitet hast, auch wirklich setzen kann. Und dann komm mit den Händen abdrückend zum Sitzen. Auf ein Kissen, Handtuch, Kante einer Decke oder, wenn du magst, auch einen Stuhl. Nimm dir hier nochmal einen Moment Zeit. Genieß hier nochmal die Stille und spür nach innen. Gönn dir immer wieder Momente der Ruhe, der Besinnung, Momente des genussvollen Seins. Dann wirst du mit Ruhe, Harmonie und Selbstzentriertheit belohnt. Und führe die Hände vor deinem Herzen zusammen. Senk die Stirn zu deinen Fingern. Gelöst. Zentriert. Und ruhig. Wende dich nun wieder mit neu gewonnenem Lächeln dem Leben im Außen zu. Dann heb den Kopf wieder an, atme nochmal tief ein, tief aus. Wenn du soweit bist, leg deine Hände entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel und öffne langsam deine Augen.
Ich hoffe, die Übungen haben dir gut getan und du konntest tatsächlich durch das Fließen von einer Asana in die nächste den Alltag an die Seite treten lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und oder Kommentar von dir. Ich freue mich sehr, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfehlst an all die Menschen, die dir nahestehen. Und falls du auf Facebook und Instagram bist, freue ich mich auch sehr, wenn wir uns dort verbinden. Ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag, viel Freude, gutes Gelingen bei all dem, was du tust und was du vorhast. Oder einen entspannten, geruhsamen Abend. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.